Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Hier ist euer Marcel am Apparat, versteht sich. Ja, und wir sind noch immer hier in DC, in der Hauptstadt. Wir gucken immer noch auf Nuka Break. Und ja, ich mache jetzt erstmal, über wie viel Verwinkelung der da hin will. Ich würde das werde das auch über Schnellreise machen. Also erstmal jetzt hier schön nach Megaton. Ha. Warum? Doc Church hat jede Menge Kronkorn von uns. Ich wünschte, es gäbe mehr Leute. Ich möchte. Ein Stimpack. Natürlich. Vielen Dank. Ich muss. Ja, ich bin zu gut. Kann das sein? Warum kommst du immer erst dann da rausgelatscht, du Trottel? Sie sind doch alleine hierher gekommen. Ja, nicht. Da, nimm. Was noch? So, nimm auch das. Und das. What the hell? Jetzt muss ich dir noch was abkaufen. Ich will ja noch nicht alles Geld abnehmen. Und das waren jetzt nur meine Waffen, die ich habe, ne? Aber ich habe noch ein Buch, was ich gleich lesen will. Sind Sie fertig? Gut. Ich bin der Arzt. Idiot. Frauen und Kinder der Erde sich versammeln, um die Macht des Atoms zu erfahren. Die Macht des Atoms, ja, ja. Ja, es lägt schon wieder. Ich bin kotzen. Ich bin es leid, der Engel des Ödlands zu sein, ganz ehrlich. Erstmal, alles, was wir jetzt nicht mehr brauchen, lege ich auch jetzt wieder weg. Fangen wir mit Waffen an. Das kommt weg. Und der kommt wieder weg. Weil ich brauche den jetzt nicht mehr. Polomarke kommt weg. Die Mini-Atombomben. 8 Stück. Weg damit. Raketen auch einlagern. Brauche ich alles nicht? Was? Oh ja, ich bin ein wenig müde. Oh, ich habe noch Psycho, das ich verkaufen kann. Und eine Zuckerbombe habe ich auch noch. Neu. Oh, ich habe ziemlich viele Stimpacks wieder. Das
Sieht doch schon mal gut für uns aus, oder? Wie seht ihr das? Das sieht auch gut aus für uns. Muss man ganz ehrlich so sagen. Und ja. Ich schneide das hier mal gerade, ne? Wir sehen uns wieder. Ich mache hier einen Cut. Und da bin ich auch schon wieder. Von da wegen. Ich bin sehr gut ausgeruht, ey. Kreuzritter der Hauptstadt. So, gut ausgeruht. Plus 10 Erfahrung. Schleichen 5. Wahrnehmung plus 5. Wahrnehmung plus 1. Volt, Kampfanzug, kleine Waffe plus 5, Energiewaffen plus 5. Wo haben wir denn das große Buch der Wissenschaft? Wissenschaft um 2 erhöht. Mittlerweile sind wir eigentlich auf einem, ich finde, sehr annehmbaren Niveau von unserer Kraft. Vom Level schwer und bisschen da möchte ich jetzt auch erstmal so ein bisschen hier gucken. Also knapp 1200 Erfahrungspunkte brauchen wir noch. Für den nächsten Level ab. Wir haben Trefferpunkte 320, das ist gut. Hohe Intelligenz, hohe Stärke, finde ich gut. Feischen ist hoch, große Waffen, Energiewaffen, Sprengstoff. Dietrich hat ein gutes Plus. Medizin ist gut. Oh, das ist gut. Ja, unwichtig. Reparieren ist sehr hoch, das ist gut. Das kriegen wir auch auf 100, da verlasse ich mich drauf. Wissenschaft müssen wir noch etwas höher kriegen. Kleine Waffen, oh, fällt das an. Das ist nicht geil. Schleichen, naja, brauchen wir nicht unbedingt. Sprache, das ist wichtig. Sprache und so, ne? Extras. Blutfresser, Ameisenmacht, die Größe zählt, gebildet. Das habe ich auch nur diesen einen Rang jetzt geholt. Mehr werde ich da nicht holen, einfach weil ich große Waffen nur für diesen Einsatz jetzt brauche. Es gibt noch einen Super Behemoth in diesem Spiel. Also ich weiß von noch einem. Nein, sogar zwei. Auf einen könnten wir sogar im Laufe einer Mission, einer Sidequest noch treffen. Heller Kopf, mit so viel Training habe ich schon 3. Heller Kopf vielleicht nochmal irgendwann. Ja, was wollten wir machen? Genau. Wir wollen zum... Nein. Ja, zum Washington Monument. Hurra! Waffe wechseln. Nein. Verdammt, das habe ich noch auf keiner Schnellauswahl, diese Waffe, die ich gerade haben will. Warum kann ich jetzt gerade nicht Gegenstände, Waffen? Thank you.
Ich bin gut, oder? Da flitzen sie, da flitzen sie. Wo sind denn sie? Wo sind denn die? Ich war schon oben. Sehr schön. Sich auch unser Gewehr mal jetzt endlich. Da kommt es auch endlich mal Zweck nach. Natürlich, wenn wir jetzt in das Museum gehen, werde ich auf eine andere Waffe umsteigen müssen. Aber wir haben die Promenade mal gesäubert. Ja, geh mit einem Baseballschläger auf Supermutanten. Das Nagelbrett schmeiß ich jetzt direkt mal wieder weg. Ihr Ödländer, geht mit einem Baseballschläger auf Supermutanten los. Du, Ödländer, tot, Splittergranate und Bleirohr. Ja, die Supermutanten haben Hunger, die kochen sich was. Es gibt hier viel zu entdecken auf der Promenade. Supermutanten Biest.
natürlich ist das hier nur eine für den Nahkampf eher ausgelegte Waffe. Viel Munition. Lade nach, lade nach, lade nach. Das war's mit dem Gewehr auch. Das ist fast aufgebraucht. Technisches Museum. Und damit betreten wir dieses Museum nach einem langen Kampf davor. Supermutanten ätzend. Vor allem je nach Waffe und Ausrüstung sind die ja gut zu besiegen. Wenn die direkt vor mir stehen, hier mit dem Schrotgewehr, kann ich die sehr gut platt machen. So wie den da. Ihr dummen Menschen immer! Niemand kann uns aushalten! Wie man sieht, das Ding erfüllt seinen Zweck. Klar nehme ich das Essen mit. Was? Nein. Ja. Wie wir hier sehen, ein schönes Flugzeug. Kaputt. Natürlich. Hier aktivieren. Der erste Flieger der Gebrüder Wright. Bei dem Flugzeug über ihnen handelt es sich um das Original des von Orville und Wilbur Wright gebauten Wright Flyer One, der am 17. Dezember 1903 in Kitty Hawk, North Carolina seinen Jungfernflug antrat. Bei diesem Flug blieb das Flugzeug nicht mehr als 12 Sekunden lang in der Luft. Es legte dabei eine Strecke von nur 36,6 Meter Länge zurück. Dieses historische Ereignis stellt den ersten längeren gelenkten Flug eines mit einem eigenen Antrieb vorgesehenen Vehikels dar, das schwerer als Luft ist. Hurra! Es ist kaputt! Und wie wir sehen, Wall-Tag-Ausstellung. Hier hatten wir auch was Feines. Sturmgewehr M199 war hier drin, leider nicht mehr da. Hier hatten wir magnetische Schienenkanone X277 Viper, auch nicht mehr da. Nö, das mache ich jetzt nicht. Aber den da nehmen wir, Stealth Boy. Hier werden wir noch ein paar Stealth-Boys aufspüren. Ich habe das im Gefühl. Was hätten wir denn hier gehabt?
aktivieren, 1861er Springfield-Muskete. Also hier hätten wir eine Muskete gehabt. Hätten, weil ist ja nicht mehr da und so. Dann gehen wir mal hier entlang. Ich bin autorisiertes Personal. Toiletten. Cool. Davon brauche ich nichts. Gehen wir mal auf die anderen Toiletten. Ah, jetzt habe ich den Schraubenschlüssel aufgenommen, oder? Nee, ne? Kronkorken, ja, den Schraubenschlüssel weiß ich nicht wieder raus. Noch mehr Toiletten, noch viel mehr. Egal, wir gehen mal hier hoch. Nichts drin. Ah, komm schon, Mülltonne öffnen. Die Kronkorke hier will ich haben. Jetzt sind wir hier oben. Schützturmsteuerung und Museumswartung. Interessiert mich nicht. Die Geschützturmsteuerung interessiert mich. Da wage ich mich auch jetzt gleich mal dran. Aber vorher mache ich selbstverständlich wie immer hier mal einen Cut und beende auch damit die Folge. Ich bin euer Marcel. Bis denn.